Schwuppdiwupp und schon sind wir wieder da. Ohne Ladebildschirm, wer hätte sich's gedacht? Und wir sind schon wieder im Arboretum. Ja. Und die Miki, ah Mann, jetzt müssen wir wieder in die Lobby oder was? Du kannst mich jetzt mal. Jetzt gehen wir mal zu dem Handelmann von Alex. 2, 1, 8, 8. Alexi. Ohne Hemd und ohne Schuhe. Ich bin Alex. Morgen. Ich werde dich nicht begleiten. Keine Sorge, Gott sei Dank. Das ist kein Trick. Nur ein Geschenk deines großen Bruders. Es ist die Wahrheit, wie versprochen. Ich habe etwas gebraucht, um sie zu finden. Jemand wollte sie vor dir verbergen. Mein Computer. Noch ein Video. Sieh es dir an, dann reden wir weiter. Ich schicke dir das Passwort, falls du dich nicht schon eingehackt hast. Ich wollte gerade, aber danke. Aufräumen. Habe ich deinen Tresor gefunden? Guck es dir an. Wenn alles so schlimm wird, wie ich befürchte, bleibt dir nur noch die Flucht. Du musst bekannt machen, was auf der Talos 1 passiert ist. Nö. Alex hat eine private Fluchtkapsel. Ich spreng mich um. Ich habe einen Zweitschlüssel auf dem Datentor. Ah, das ist quasi die letzte Kapsel, die man nicht aufgekriegt hat. Nee, das ist mal. Es steht diesmal mehr auf dem Spiel als unser Leben oder die Station. Wow. Wenn auch nur eine dieser Kreaturen zur Erde kommt, dann war's das. Ich habe immer diesen Traum. Ich starre in die Leere zwischen den Sternen. Da ist etwas dort draußen. Ich weiß es. Ich kann es nicht sehen. Nee, ich war da nie dran. Aber es sieht mich. Ich spüre seinen Hass. Ich weiß, du weißt, Shenmue. Oder wirst es bald. Okay, genug okay. Gestapelt. Danke. Marlins, aha, ja, ja. Genau, Salazar. Hm. Verschwundene Schlüsselkarte. Oh mein Gott, der hat eine verschwundene Schlüsselkarte. Dr. Yu. Yu. Kein Betreff. Alex, Sie haben es zu meinem Aufbau erinnert. Ja, ja, bla bla. Mhm. Der Emma. Emma, Geschwisterteil, jawohl. Ein Programm. Nein. Eine Datei. Fabrikator. Sofort. Boah, toll. Haben wir ja schon 1000 Mal benutzt, aber ja. Vielleicht dann noch ein Programm. Hm? Was haben wir hier so? Hm, Brücke ausfahren. Hier kann man zum Beispiel die Brücke ausfahren. Brücke auf dem Dach wird ausgefahren. Nochmal eine Ladezeit. Aber die ist wenigstens schnittig. Hey. Die ist ja integrativ. Guck dir das mal, ich kann hier weggehen. Integrativ. Hm? Hm? Guck es dir an. Ne? Wir können noch rausgehen, so schön es runterklappt. Zack, ist hier abgefahren hier. So, komm mal. Dann machen wir hier mal abspielen. Ich heiße Morgan Yu. Jahr 2035, ich bin auf der Forschungsstation Talos 1. Was macht? Warum nehmen wir das doch mal auf? Stimmt. Mein großer Bruder ist paranoid. Die Psychometriedaten zeigen signifikante Unterschiede in Persönlichkeitsmustern zwischen den Testläufen der neuen Neuromods. Von mir aus, ich fühle mich wieder wie ich selbst. Ich meine, schau's dir an. Das ist es, Alex. Geschafft. Noch kannst du dich freuen. Gleich ist alles weg, wenn wir die Neuromods entfernen und alles zurücksetzen. Ich weiß, auch meine Erinnerung. Geht eben nur so. Reden wir übers Backup. Also, die Typhon-Organismen haben eine komplexe Struktur entwickelt. Material unbekannt, Zweck ebenso. Ich schätze, es ist eine Art Nervensystem, aber ein externes. Wir warten noch auf die Analyse. Bis dahin habe ich Alex den Entwurf für ein Gerät gezeigt, das es aufhalten könnte. Sollte es ausbrechen. Alex sollte nur endlich mal zustimmen. Als ob alles dein Verdienst wäre.
Was, wenn es nicht klappt? Es klappt schon. Glaub mir. Was sollten wir sonst tun? Alles hochjagen? Rettet uns nicht. Und wenn es doch klappt? Ist es das wert? Die Leute nach uns werden schlauer sein. Und stärker. Unsterblich. Sollen die uns verurteilen? Ihnen wird klar sein, dass sie nur dank uns existieren. Bereit. Los. Aufgetragen. Ich dachte, du glaubst mir erst, wenn du es aus deinem eigenen Mund gehört hast. Die Tests, sie haben dich verändert. Zuerst nur wenig. Aber nach und nach hast du deine Erinnerung verloren. Ich habe dich nicht mehr wiedererkannt. Ich will nur meine Schwester zurück und zu Ende bringen, was wir angefangen haben. Das Gerät, das du erwähnt hast, es ist eine fortgeschrittene Version der Nullwelle. Es ist die einzige Möglichkeit, die Typhon aufzuhalten, ohne unsere gesamte Arbeit zu vernichten. Es fehlen nur noch ein paar Messdaten von der Koralle. Dann können wir es vollenden. Hilf mir, es zu Ende zu bringen, Morgan. Und dann kriegst du meinen Sündschlüssel. Ich glaube zwar nicht mehr, dass du ihn noch benutzen willst, aber du kannst ihn haben. Auf meinem Schreibtisch liegt ein Chipsatz für dich. Du musst dein Psychoskop verbessern, um die Koralle scannen zu können. Ich schicke dir die zu scannenden Orte. Aha. Na. No. Dann halt so. Sei aber noch was Lustiges. Man könnte, wenn man wollte. Was? Ich hab keine. Was? Du hast auf dem Computer das nicht runtergeladen. Nicht? Nee. Gab's da die Schlüsselkarte? Ne, da gab's noch eine zweite Datei auf dem Computer. Nee, das war die, die wir angesehen haben. Nee, da war noch eine drunter. Nee, das war die. Komisch, ich hatte eigentlich die Schlüsselkarte. Überprüfe immer noch meine Anweisungen. Das. Aber wenn das Scannen der Koralle Ihnen Zugang zu einem Zündschlüssel verschafft, ist es vielleicht am besten. Eventuell bestärkt aber Sie das Wissen über den Zweck der Koralle in der Entscheidung, noch, die Talos 1 zu zerstören. Eine Schlüsselkarte für die Suite von denen. Die haben wir? Ja. Aber wo ist die? Ja, die bringen uns hier aber nichts, glaube ich. Ja, wo ist die Suite? Die ist dort, wo der Koch war. Da waren wir eh, oder? Scanne Zielfehler. Achso, da müssten wir jetzt hin, okay. Hätte man schon eingehen können. Material unzureichend.
eine Aktion. Willkommen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Willkommen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Ich gehe hier mal in die Besatzungsquartiere. Wann haben wir die bekommen, bitte? Wir kamen dann ja nicht rein. Wir sind ja nur in unser Ding an. Gerade eben haben wir die bekommen. Haben wir die gefunden jetzt? Die lag mit einem Ressort dran. Hallo. Gesagt hat. Da kann man noch wieder den Sternenling lesen. Jawohl, da kann man ja ein bisschen alle Thermogen gegessen. Neuro Mozzarella zerstehen. Hier kann er Anerkennungen. Prisma Meister. Ching Ching Ching. Ja, genau. Ja. Der Hans. Hans? Hans Christian Andersen. Ein christlicher Name. Nicht, ey. Da ist es. Wieso hab ich's gewusst? Zögert das? Koch ist doch theoretisch hier, ne? Ne, das mit dem, siehst du das da unten schon, der falsche Koch ist eigentlich der entflohene Volontär, Frau irgendwas. Und das muss man bei dem Sicherheitsterminal eingeben und dann weiß man, wo man ist. Ach so, okay. Bei der Neuromod-Abteilung. Aber das passt, weil die Lobby ist. Die Neuromod-Abteilung ist dann eh gleich dann in der Lobby. Also es ist jetzt nicht mehr der Umweg. Die Frage ist, kommen wir jetzt? Wir müssen da rein. Hilft eh nichts. Wir brauchen sie, weil sie uns Spaß machen, diese Ladebildschirme. Hallo. Jetzt mal. Ah, Entschuldigung. Hängt der immer noch da oben? Ja, der hängt ja da immer da. Das ist so ein kleiner. Wir sehen, ob man jetzt wieder angegriffen wird, wenn man hier ausläuft. Man muss nämlich auch bei dem beschissenen Volontär-Ding. Das geht nämlich nur bei dem Volontär-Ding. Geiler. Ist da natürlich. Da ist ja die Lobby. Na, hat denn den wieder kaputt gemacht? Du! Machst du das? Phantom. Reparier. Es ist ein Phantom. Voll oben im Kopf. Und der Phantom geht zu Boden. Wie ein Phantom bist du einfach gestorben. Automatisches Geschütz aufgebaut. Überraschung benötigt.
Wir wollen doch mal in die Lobby gehen und schauen, ob da etwas Tolles wiedersehen. Bam, bam, bam. Bam, 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 X. Endlich haben wir X gedrückt. Endlich gibt's einen Fahrstuhl und wieder mal ein bisschen Ladezeit, denn das ist richtig geil. Ladezeit ist doch richtig geil. Geile Zeit, Ladezeit. Und dieser Volontär, der fickt mich sehr, ich kann nicht jetzt. Diesmal ohne Zwischenfall im Fahrstuhl, ja. Jetzt kann ich auch nicht mehr. Jetzt kann ich nicht mal schwingen. Ich darf ich meine Wortzeige nicht rausholen. Michaela, du kleine. Prostituierte. Aber ich mag dich gerne. Bin du da hältst weg. Deine Schnauze. Aber. Was rennen die so rum? Michi, Michi! Michi, ich hab die bösen Nachrichten für dich. Hallo, Michi? Das dachte ich mir nämlich. Erschreckt sich die jetzt? Was machst du denn? Wie geht's noch? Habe ich die erschreckt jetzt? Hey! Renn mir einfach mal her. Na warum? Das bringt ja nichts. Die stirbt doch jetzt. Was macht die? Was soll denn das? Michi! Sie sind drin! Vorsicht! Was macht. Die stirbt noch! Ich sag's dir, die stirbt! Mach das alle! Ich sag's dir doch, ich hab's dir gesagt! Ich hab es dir gesagt! Haben wir gespeichert vorher?